Hallo, ich bin Nadine Husenbeet und heute erzähle ich euch etwas über meinen Weg. Der Kinderwagen, der stand wirklich in der Halle, wenn meine Eltern geritten haben. Und als meine Schwester geboren worden ist, da war ich 2,5, da wurde ich dann so ein bisschen ungenießbar, weil da wurde die Aufmerksamkeit von Großeltern und Eltern dann auch mal anders verteilt. Und da hat dann mein Opa beschlossen, ein Pony muss her und hat im Grunde ohne meine Eltern ja darüber zu fragen oder einzuweinen, einfach ein Pony gekauft, den Strolchi, und mit dem habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt, und der war wirklich auch so ein Strolch. An der Longe ging er wunderbar, also Sitzübungen und sowas, das konnte ich wunderbar machen, aber wenn ich dann beschloss, auch mal alleine um die Halle zu reiten, dann kamen wir immer nur so ein paar Meter weit, weil dann steckte er den Kopf in den Sand und ich bin so über den Hals runtergerutscht, also weil ich keinen richtigen Sattel hatte, sondern nur so eine Satteldecke mit einem Gurt, damit ich ja das Gefühl fürs Pferd besser kriege. Und da habe ich dann doch manchmal öfter den Boden geküsst, als dass ich außen um die Halle rumkam einmal. Zu der Zeit war mein Vater ja auch schon im Sport unterwegs. Wir haben dann auch dann kurze Zeit später den Piccolino, der kam ja dann auch zu uns über die Auktion. Er ist ja ein Jahrgang mit mir, also 1992 ist ein hervorragender Jahrgang gewesen. Als ich dann mein zweites Pony bekommen habe, den Aristokrat, oder bei uns hieß er eigentlich immer nur Ari, weil das konnte ich sonst nicht aussprechen anfangs, fing dann wirklich bei mir so ein bisschen der Ehrgeiz an, groß zu werden, weil ich mitbekommen habe, wie erfolgreich mein Papa gewesen ist mit dem Piccolino und wie schnell das einfach auch alles ging. Und da fing das bei mir dann auch an, dass ich sagte, ich möchte auch mal. Und mit dem Ari kamen dann auch die ersten kleinen Erfolge, so mit Führzügelklasse, Reiterwettbewerb. Zum Beispiel war ich auch in Lingen beim Kampmann-Pferdefestival mit ihm so im Reiterwettbewerb unterwegs, und da war mein Papa dann ja auch mit dem Piccolino, und da haben wir ihn schön angefeuert und er hatte gewonnen und hat so eine gelbe Decke, so eine Paradedecke gehabt. Und weil die natürlich viel zu groß war für mein Pony, ich die aber so toll fand, hatte ich mir felsenfest in den Kopf gesetzt zu gewinnen, weil ich wollte auch unbedingt diese Decke haben, und das war wirklich dann so mein erster größerer Erfolg. Das hat mich wirklich beflügelt, immer wieder weiter an mir zu arbeiten. Auch mit meinen nächsten Pferden habe ich dann eine Stute bekommen, die Ravina, mit der ich dann so von E bis M alles erreicht habe. Wir haben es alles zusammen gelernt. Wir haben zusammen herausgefunden, wie funktioniert der einzelne Wechsel. Und das hat auch eine Zeit lang gedauert, aber als wir uns dann da eingefuchst hatten, waren wir unglaublich erfolgreich, sind Bremer Meister geworden. Der Piccolino, der war was ganz Besonderes, weil er wirklich so Papas Heiligtum war. Also bis ich ihn übernommen habe, habe ich da kein einziges Mal drauf gesessen. Aber dann ihn wirklich reiten zu dürfen und von ihm lernen zu können, das war dann wirklich was, was mich unheimlich weitergebracht hat, weil er mich mir gezeigt hat, wie das geht, aber mich auch gefordert hat, weil wenn ich ihm die Lektionen nicht richtig die Hilfe gegeben habe, dann hat er sie auch nicht gemacht. Und das war etwas, wovon ich unheimlich profitieren konnte. Und das war wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Das hat so einen richtigen Schub mir gegeben. Ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich, nachdem ich jetzt schon von Papa den Piccolino bekommen habe, dass ich ihm dann auch noch den Riverdance abschnacken konnte. Mit dem ich wirklich meine ersten S-Dressuren gewonnen habe, auf die ich lange hingefiebert habe, und dann danach natürlich dann die Florida übernehmen konnte. Und das war was ganz Besonderes. Natürlich war das bei uns eine familieninterne Entscheidung, aber auch die Entscheidung von der Besitzerin von Florida, dass sie das mitgetragen hat, dass ich sie überhaupt reiten durfte, weil der Florida verdanke ich wirklich alles, was ich jetzt erreicht habe, und das hätte für mich nicht besser laufen können. Jetzt habe ich euch etwas über meinen Weg erzählt, und beim nächsten Mal erzähle ich euch etwas über die Menschen, die mich auf meinem Weg begleiten.